Heute ist ein bitterer Tag. Eine rechtsextreme Partei ist als drittstärkste Partei in den Bundestag eingezogen. Eine Partei, die für Diskriminierung und Rassismus steht. Ich empfinde es als meine Pflicht, als Mensch, der eine Stimme hat und diese bei den Wahlen gegen rechts genutzt hat, mich für mehr Zusammenhalt gegen Hass auszusprechen. Wir als Menschen in Deutschland, nicht die Millennials, nicht die YouTuber, die Frauen, Ausländer oder sonst was, sondern wir Menschen müssen zusammenhalten, um für ein weltoffenes, friedliches und nicht rechtes Deutschland jetzt zu kämpfen. Mehr denn je müssen wir nach so einem Wahlergebnis zusammenhalten und uns gegenseitig helfen und nicht die Augen verschließen. Und an alle Zuschauer, die gerade zusehen und auch an Abonnenten, die die AfD gewählt haben. Ich werde keinen Hass gegen euch schüren oder etwas Schlechtes über euch sagen. Ich bitte euch nur darum, noch einmal zu überdenken, was ihr dort gewählt habt. Ihr habt eine Partei gewählt, die für Diskriminierung steht, für Rassismus und sich gegen Menschen und Minderheiten ausspricht. Diese Partei hat viele Übereinstimmungen mit dem Gedankengut der Nazis von damals. Die Alternative für Deutschland ist keine Alternative für Deutschland. Ich verstehe, dass viele von euch die Partei gewählt haben aus Angst vor der Flüchtlingskrise, die momentan in Deutschland herrscht. Ich als jemand, der mit Flüchtlingen in mehreren Projekten gearbeitet habe, kann euch versichern, dass es nichts ist, wovor man Angst haben muss. Ich habe durchgehend positive Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht und kann euch versichern, dass diese Menschen nicht aus Spaß nach Deutschland gekommen sind, sondern weil sie schlimme Dinge durchmachen mussten. Ich bitte jeden da draußen, der eine Stimme hat, und jeder von euch hat eine Stimme, diese Nachricht zu verbreiten. Es heißt jetzt nicht nur Zusammenhalt gegen Hass, gegen Rassismus oder gegen Rechts. Es heißt Zusammenhalt für Liebe, Frieden und Gerechtigkeit.